Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls Remastered. Weiter an der Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Schauen wir mal rein. Ein nerviger Giftzwerg, wieder hinter diesem Nebel hier lauert. Oh oh. Ein Boss. Nicht so angenehmer Boss. Zusammengestückelt aus irgendwelchen Skeletten. Aber das Schwert gefällt mir. Köder und Nahkampf. Einer der kürzesten Kämpfe, die ich je bestritten habe. Was ist das? Oh mein Gott. Das heißt, wir haben ja ein super Stück des Weges wieder vor uns hier. Ich muss glatt erstmal überlegen, wie wir von hier jetzt runtergekommen sind. Ach ja, okay. Ob ich hier durchlaufen kann, wage ich schon fast zu bezweifeln. Blöde Töle. Hey, beim letzten. Hey, kann ich auch mal was machen? Oder greifst du ohne Unterbrechung an? Ah, nee. So, wie war das jetzt hier nochmal? Hier kamen gleich noch ein paar Hunde, glaube ich. Oh. Hoppla. Ach ja, in dem Dunkeln hier kann man irgendwie auch nicht durchrennen, wenn man nicht mehr so genau weiß, wo es da lang geht. Ist das... Upsala. Das ist ja mal der ätzendste Bosskampf ever bis jetzt. Einfach weil er so beschissen zu erreichen ist. Oh mein Gott, nervt mich das.
ging es ja irgendwo runter, aber ich glaube. Hallo Skelettmeister. Oh, das. Tatsächlich mal wer gestorben. Schafft. Halbwegs hier irgendwie durchzurennen. Ich weiß zwar selber genau nicht wie. Aber gelobt sei die Sonne. So. Leuchte brauche ich jetzt nicht mehr so dringend. Blöder Käfer. Wieder nicht dran gedacht. Sind meine Kumpels auch wieder hier? Tatsächlich. Ups. Versuchen wir mal die ganz kurze Variante. Und ich nehme an, deswegen kam auch der Tipp mit dem Nahkampf. Weil er mich auf Distanz one-hittet. Was ich nicht so witzig finde. Oh, fuck. Aber er zerstört damit seine eigenen Jungs. Oh, ich komme hier nicht durch. Wie übel, ey. Wie komme ich hier wieder raus? Verdammt. Ich fürchte jetzt gar nicht mehr, oder? Doch. Weg. Ein Trank bitte. In irgendeine Richtung bitte weg hier. Ey, Mann, ist das eine Scheiße. Wie viele Skelette kommen denn hier? Scheiße, wo waren jetzt hier die Treppe? Oh.
Und RIP. Und tot. Und weg. Oh. Das war relativ knapp. Ich habe jetzt hier irgendwie die Treppe verpasst. Hier war das, ne? Oder auch nicht. Auch mehr Glückssache, dass ich das jedes Mal wieder finde. Sorry, jetzt war ich aber echt mal ein bisschen konzentriert. Hier nicht drauf zu gehen. Es ist ja jetzt auch nicht ultra weit. Das ist halt ultra nervig. Tot? Aha, ich habe ihn mal erwischt. Ein Ding der Unmöglichkeit. Verdammt, ey. Der Bosskampf ist natürlich nicht ohne mit seinen 1000 Skeletten da. Und dann in dieser blöden Ecke verbuggt. Das ging ja eigentlich ganz gut vorwärts. Zieh dich mal da. Ja. Gut, Estus sollte eigentlich nicht das Problem sein. Das Problem sind die 10.000 Skelette. Dann mal auf ein neues, bitte. Ja, gleich mal schon die halbe Lebensleiste verliert, wenn man hier runterspringt. Ein Drama. Wow. Ich hasse diesen Boss. Oh. Ich dachte, ich probiere mal was Neues. Ach, leck mich doch fett. So, Leute. Auf ein neues. Ich will nicht. So, komm her jetzt hier. Wo muss ich hin? Ich sehe hier gar nichts. Oh ja, genau. Kann ich nochmal einen Trank reintun, damit ich nicht gleich drauf gehe? Ey, ihr seid so Arschgesichter. Und dann treffe ich nicht mal, ey.
Jetzt mach doch mal da einen scheiß Zauber, wo du alle mit killst. Achso, deswegen Nahkampf, ne? Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Ich glaube, ich habe es gepeilt, wie es geht. Oh oh. Jetzt sehe ich wieder nichts. Sehr gut. Nochmal. Jawohl! Ich werde verrückt. Geschafft. Nein. Oder doch nicht? Doch. Ah, ihr habt gesiegt. Pure Verzweiflung. Ach, Gott sei Dank. Was für ein scheiß Gegner. Gelobt sei die Sonne. Das sei mir gegönnt. Boah. Hier lag noch ein bisschen Loot. Oh. Paladin-Rüstung. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Also das war echt... Oh, Gewicht 5. Und was wiegt der Hexenhut? Achso, 1-1. Gib mir alle erstmal die Rüstung, wie schwer die so war. 12-9, das ist natürlich echt heftig. Nicht so schwer wie Hamel, aber wir sind erstmal weiterhin noch als Hexe unterwegs. Ja, ich glaube, da oben sind wir reingekommen, wie es aussieht. Wir sind hier fertig. Katakomben der Giganten. Erstmal zurück zu unserem Ausgangspunkt. Mr. Schmied. Können wir vielleicht nochmal den einen oder anderen Level machen? Na, einen, um genau zu sein. Wir uns noch mal eine kleine Seele reinpfeifen. Ich bin immer noch ganz aufgeregt. Ey, das war der Weg zu dem Boss. Unglaublich. Zwei. Reicht das? Jo. Vitalität und Kondition sind ja eigentlich in Ordnung. Wir pumpen mal noch ein bisschen auf der Stärke rum.
So. Dann schaue ich mal. Inke? Ach komm, wir reisen schon mal nach Anderlando. Ich glaube, da würde ich jetzt erstmal weitermachen wollen. Verläuten die Glocken. Die Feuerhüterin. Weißt du was Neues? You have made it back. You were gone so long. Go ahead. Even an undead required. Nö, ich glaube. Have you heard of Seath the Scaleless? In legend, he turned against the ancient dragons. He became Lord Gwyn's confidant, was granted dukedom, and was allowed to pursue his research. At the Regal Archives, he immersed himself in research on scales of immortality. The one thing that he did not have, but his very research drove him mad. The Archives became a dungeon, a place for sinister experiments. Now, nobody dares even approach the Duke's forbidden archives. It looms over this land high atop the mountain. But I should warn against even an approach. If you require rest, that is. Okay. Ja. Das wird wohl das nächste Gebiet sein. Von Seath, dem Schuppenlosen. Da ging es ja hier gleich um die Ecke in so ein rotes verschlossenes Tor, was ich ja durch den Feuerbandkessel da geöffnet hat, als wir den das Herrschergefäß da gesetzt haben. Da schauen wir in der nächsten Folge mal rein. Für diese Folge bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao.